Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge CVR Extended. Und ja, die Autos sind ein bisschen anders als das, was man vielleicht gewohnt ist. Denn heute ist was Besonderes. René hat zum einen, wer da auf die Abonnentenzahl schaut, über 1000 Abos und entsprechend haben wir da was ausprobiert. Wer das verpasst hat, gerne reinschauen. Aber was uns auch hier hilft, denn wir haben S1 Autos. Und entsprechend braucht es auch stärkere Cops. Wir haben dreimal den Lambo dabei, viermal den Audi und einmal den Bugatti. Und ja, wer begleitet mich denn heute in diesem schönen Format? Das sind Aaron, Ares, Danger, Letny, Max Jager, Nordibi, Snow, Spatboy und Kuro. Hallihallo an euch. Was geht ab? Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Servus. Genau, es sind eben auch höhere getunte Audis, also nicht 850, wie es gleich beim normalen Extended ist, sondern die Audis haben ja 885, sind ganz schöne Kanonenkugeln. Bugatti natürlich auch 920, mit dem LI ist ziemlich stark. Auch die Aventador wurden nochmal ein bisschen verbessert mit 890 LI, dürfen die jetzt den Racern hinterherjagen, denn mit S1 sind die Racer natürlich auch schneller. Und was sehe ich da? Zweimal Porsche, zweimal den GT2. Und in dem älteren, da sitze ich selber drinnen. Und im anderen begleitet mich anscheinend ein Ghost. Jo, so ist das. Mit fettem Flügel. Und von dem her würde ich sagen, spannen wir euch gar nicht länger auf die Folter, schauen wir, wie es funktioniert. Ab in die Runde. Und damit startet die Runde. Das Verfahren. Ich will mir erstmal die Cops angucken, damit die Cops auch das schöne Auto sehen. Hey, du darfst mich noch nicht angreifen, Herr Presi. Wollen wir mal Gas geben? Okay. Wir machen ganz entspannte Porsche-Taktik. Wollen wir nochmal zurückfahren? Komm, wir drehen Nee, nochmal, wir ich fahren glaube, nochmal das zurück. wird knapp. Ich fahre nochmal zurück. Okay, du willst also Golf fahren. Also, wenn du lange genug Okay, überlebst, könntest du auch nie ich hab. Mock fahren. Sonst musst du Golf fahren. Nee, ich hab gerade auf die Uhr geguckt. Wird doch ein bisschen eng. Natürlich hat S1 erstmal einen Vorteil, krass schnelle Autos. Aber eben auch. Hoffentlich hast du dein Auto auch ein bisschen leicht gebaut. Weil sonst machen die Reifen Tschüss. Ganz schnell Tschüss. Nee, leicht gebaut habe ich tatsächlich nicht, weil ja, er hat halt Serie schon 888, ne? Ist das Ding, ich habe jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass wir mit ein bisschen. Also, ihr seht ja oben, Timer eingeblendet, 40 Minuten. Wir haben jeweils nur eine Reparatur. Und Reifen 20 Minuten lang leben lassen ist anspruchsvoll. Aber gut, Heißt einteilen. heißt vorsichtig fahren. Heißt Reifen ein bisschen einteilen. Ja, ich hätte Ich bin wahrscheinlich, jetzt bevor wir schon. losgefahren sind, meinen Schaden nochmal zurücksetzen müssen, weil ich habe jetzt starte jetzt schon mit 6,5% auf der Hinterachse, Ja, die ich. definitiv nicht von 5 Metern kommen. Gut, es ist ein Porsche. Ich bin auch bei 4,5, 4,6, 4,7. Okay. Ja, einfach das Gewicht Ja, hinten gut. reibt es umher, das Auto. Ist halt einfach so. Müssen wir jetzt mit leben. Wir haben uns die Autos ausgesucht. Ja, und sollte einer festgenommen werden, hat der andere zwei, vielleicht sogar drei. Ich würde erstmal sagen, wir haben ja zwei, die wir aufteilen können. Plus, wenn einer Ja, festgenommen zwei haben wird. wir. Nee, auch dann haben wir zwei. Wenn eine festgenommen wird, gibt es nochmal eine extra Festnahme, oder? Nee. Extra Reparatur, dachte ich schon. Das wäre mir aus Front jedenfalls so. Und würde ich ehrlich gesagt auch so fast machen. Haben wir eigentlich bei Extended nicht. 40 Minuten. Sollten beide aufgebraucht sein, dann gibt es eine extra. Wurde jetzt einfach beschlossen. Weil wir spielen ja auch länger, macht, ist glaube ich das erste so. Oh, da Aber steht die Autos werden nicht so schmutzig wie auf der Rally Expansion ein Map, Cop. ne? Ich habe einen Kopf. Ja. Viel Spaß damit. Kannst du behalten, will ich gar nicht haben. So, nun RS6. Ziehen wir mal die Autobahn durch. Ding ist halt, der GT2 ist halt auch. Wow. Absurd Was langsam. hast du denn Topspeed? Ich wollte gerade sagen, also. 330?
Ja, wobei vielleicht bergab geht ein bisschen mehr. Okay, ja, wobei jetzt sieht doch 3,50 bergab jetzt hat hier 3,60 also ich gehen. Nur 3,30. 3,70, dann kommt der Begrenzer. Wobei 3,75 bergab. Ich bin halt voll auf Iro gegangen, ne? Also, ich hab nur gerade die Ohren hier dran. Und der ist schneller. Oh shit. Wow. Ja, was hast du denn erwartet? Ich voll den Grenzer gejagt und macht Schaden. Bugatti, ey. Wird echt Lorenz hier vor mir rausgenommen? Große Brücke nach Autobahn. Oh nee, da ist der Bugatti dran und schiebt mich zum Glück zu früh runter. Alter, ist der Bugatti schnell. Schleichen wir zur Straße zurück. Durchs Wasser, alter Schwede. Nur 2% Schaden, 2,8 zum Glück. Da einmal drum halt. Oder gehen wir auf die Serpentinenstraße. Das ist halt jetzt der Vorteil von S1, da gibt es deutlich mehr Fahrzeuge, die halt auch mit Mittelmotor daherkommen, heißt. Man kann auch Serpentinenstraße so ein bisschen besser fahren, ohne allzu große Angst zu haben, weil dass dir was entgegenkommt. Weil, Frontalschlag ist natürlich jetzt nichts Cooles, aber jetzt auch nichts Schreckliches. Und da gerade die RS6s nah an mir dran sind, mal schauen, wie weit ob ich wegkomme. Wobei, Lambos habe ich auch dran. Und die kriegen gerade keine Kurve. Er hilft mir gerade hier im Wald, dass ein Auto überhaupt auf Kurven gebaut ist, doch ein bisschen weiter. Ja, definitiv. Also, wenn die beiden Porsches was können, dann das, ne? Ja. Die Frage, wie fahren wir weiter? Okay, der sieht mich noch, also fahren wir nicht Flussstraße. Wir beweisen jetzt in der ersten Folge, dass es auch geht mit Nicht-Powerbills. Mhm. Sorry, ich fahr gerade Staudamm runter. Einer ist noch dran, ein Audi. Ich bin in der Seestraße. Meine Reifen also sind jetzt schon. Einwegs, nein, ich fahr. Kollege, da kommt mir ein Audi entgegen, das ist egal, der war zu weit außen. Und da wir nicht das normale Kollege spielen, kommen mir nicht 5 Millionen Autos entgegen. Wir fahren direkt. Und liege wieder nach Süden raus. Dann Serpentinenstraße. Mittlere Straße hoch und da kommt der Bugatti wieder. Habe ich der Bugatti 920 Allrad und Mittelmotor und Topspeed. Das ist ein heftiges Auto. Und einfach damit wir sie auch einmal gefahren sind, auch wenn ich mir mit Heckantrieb keinen Gefallen tue. Fahren wir meinen gestrichelten Lieblingsdortweg ab. Jetzt, wo ich schon in der Nähe bin, muss man das doch machen. Bugatti direkt dran. Ja, gut, ich habe vergessen, der Allrad. Das war nicht gut, die Idee. Wow, hat mich der Bugatti gerade in den Audi reingeschossen. Jo, starke Leistung. Für den Kopf soweit. Aber hier fahren wir nicht an den Baum hin. Man muss auch mal schlechte Ideen umsetzen, Lorenz. Ja. Oh, halt wo willst du denn danach hin? Vermutlich jetzt Flugplatzstraße Richtung Osten. Dann Ackerstraße. Wow, da hat mich auch die bis in den Baum geschoben, aber ja, hat mir so keinen Schaden gemacht. Flussstraße nicht. Die sind aber, nee. In der Route. Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Dann fahre ich da jetzt hin. Das war keine gute Idee, weil da kommt eine Brücke. Und der Bugatti kann mich schieben wie ein Lustiges. Weil der hat Semi-Slicks und Power und Allrad und ich bin über die Brücke drüber gekommen. Du nimmst den Verkehr mit, Bugatti. Mal schauen, ob sie die Metall bomben oder... Ja, natürlich, da pumpen sie. Leute, nee, komm schon.
Ja, wo soll ich hin? Ich sag mal so, Dive-Bombs musst du bei dem Format, glaube ich, schon einsetzen. Ja, aber... ja gut, an sich schon, aber... Die Distanz, wie lange der Lambo noch versucht hat, hinten reinzudrücken. Weil das war dann auch kein Schaden mehr, so einfach nur drück außerhalb aber, der Map drücken. Aber Lorenz, du dürftest auf die Brücke, ne? Und dann von der Brücke runterspringen. Die Brücke ist bewusst mit drin. Für die Cops zum Runterspringen vielleicht, aber... Oh, nein! Du kannst aber auch... Oh, komm. Ich bin zurückgesetzt, das war's. Ich hab vergessen, was das sie ist. Sorry, René. Viel Spaß. Habe ich wenigstens zwei Reparaturen, ne? Ja. Ich habe wohl vergessen, dass das die Beste ist. Und da noch keine 10 Minuten bis der Rest der Zentrale noch nicht mal Unimog fahren. Also. Oh, von den Gold. Ja, so, ab auf den E. Ja. Weißt du, wo er ist? Nein. Schade. Der Audi fährt sich wie eine Heckantriebhette, ey. Leute, ich weiß jetzt nicht, wo ich gerade bin. Vermutlich in Mexiko. Ja, ich bin jetzt hier gerade Ackerstraße, rechts Flussstraße Ost und links Staubeckenstraße. Mhm. Mhm. Ja. Und hier auf der rechten Seite in der Blitzerzone, in der Düftzone steht, also am Anfang von der Flussstraße steht ein geghosteter Porsche rum. Okay, also. Mit Ghost Design? Ja, ein geghosteter Porsche. So, ganz kurze Neuigkeiten. René braucht einen Neustart, weil irgendwas ist. Entsprechend machen wir hier einen kurzen Cut und dann geht's nachher gleich weiter. Ah, siehst du, also es ist doch René gewesen, der hier steht. Ja, stehen bleiben und. Weit bin und dann geht's weiter, ne? Ihr seid ja alle so weit. Ja. Das läuft auch wieder, ja. Ah, lass mich da runter. Schadenstechnisch? Portet er sich dann neu, oder? Fahre ich doch nochmal schnell nach. Ganz kurze Pause nochmal. Schadenstechnisch, hast du das Spiel neu gestartet, oder? Nee, habe ich extra nicht. Okay, also Schaden bleibt erhalten, okay, dann. Ja, ich habe jetzt halt nur den Nachteil, ich spiele mit 37 FPS, aber es geht. Wenn es geht, dann. In der Aufnahme geguckt, da fällt es noch nicht mal auf. Jo, dann machst du Signal, dann geht's weiter. Ja, genau. Okay, er hat das Spiel nicht mehr geschattet, also Schaden hat er immer noch. Und dann geht's weiter. Ganz kurz zur technischen Probleme. Haben hier eben einen Neustart, vorher halt einen kurzen Cut benötigt. René hat jetzt den Schaden immer noch. Hat halt diese Forza typisch ist jetzt im letzten Update ein Blackscreen reingekommen, wo das Auto Blackscreen habe, also wo man als Spieler einen Blackscreen haben kann. Natürlich uncool, muss man OBS neu starten, irgendwie was weiß ich. Aber es geht weiter, er bleibt im Spiel, heißt Schaden hat er immer noch. Zwei Reparaturen hat er, weil ich mich nicht repariert habe. Ich dusel. Wo ist er? Wissen wir nicht. Oder? Flussstraße. Ost. Richtung Flussstraße Süd. Das im Wald. Unter der großen Brücke. Jetzt also, unter der großen Brücke. Okay. Also fährt er Richtung Osten, Richtung Serpentin. Flussstraße West fährt er jetzt. Also Richtung Flugplatzstraße. Flugplatz. Also bis umkehren, Max. Bist mir entgegengekommen. Oder du kommst über die Ackerstraße schneller hin. Ich fahr Ackerstraße und dann jetzt hier runter. Staudamm. Hielt ich für schneller, aber du fährst Bugatti, du bist so oder so schneller. Schnell genug. Wenn ich um die Kurve komme, ja. Bisschen fett die Karre. Ja. Also ich bin da. Ja, ich aber bin auch schon auf der Straße. Echt? Ich sehe dich nicht. Ich bin auch ein bisschen weiter vorne. Also. Haben wir noch Sichtkontakt zu René? Ja. Ja, dann sag an. Das war für mich. Waren wie immer noch westlich. Straße. Hier zu bei die Brücke. Oh, ich habe nicht gesehen. Oh. Ich habe nicht gesehen, ich stehe. Jetzt. Schmeißen. Oder stehen bleiben. A
21, 22, 23, 24, 25. Ist er raus oder nicht? Hä? Er ist raus. Ja. Das war eine schnelle Runde. Eine sehr schnelle Runde. Und weil wir euch natürlich nicht mit zu wenig Action ins Wochenende entlassen wollen, machen wir jetzt einen kurzen Cut. Bestimmen einen weiteren Racer. Hängen da noch was Kleines hinten dran. Und damit geht es dann eben weiter in diese kleine Bonus-Ausgabe, die wir machen. Ares ist zu einem Racing gewechselt, hat einen M4 mit Allrad-Swap, den ich genehmigt habe, obwohl es da schon erste Einsprüche gab. Aber nein, den M4 gibt es ja in echt auch mit Allrad. 900 PS hat er in etwa, hat er schon gesagt. Den müssen wir also jetzt fangen. Wir wissen ja alle, wo wir hin müssen. Also trotzdem darf der Präsident ab jetzt das Wort übernehmen, wenn er noch was sagen will. So hat es vorher geklungen. Nö. Okay. Na dann eben René und ich haben beide jetzt den Golf. Location übernimmt René die normalerweise der eben Ares vorher hatte, der vierte Audi. Ich werde weiterhin auf meinen Dirt-Wegen bleiben. Und in 10 Sekunden dürfen wir dann auch losfahren. Gab es genug Vorsprung für den BMW? Machen wir uns denn? Leute. Eins. Ist ein BMW, ist go, 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 go. Am Rückwärtsgang drin, nicht Profi. Go, 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 bam. Er ist ein Schlag. Lichter sind kaputt. Gut, wer soll mich aufhalten, die Polizei? Autsch. Ja, der Golf natürlich auch für die S1-Version. Hey, Letny. Tschüss. Bin aus der Kolonne raus. Kommst du wieder rein? Dann könnten wir weitermachen, oder? Oh, was bist du da so? Vielleicht, weil ich da abbiegen möchte, muss. Ich auch. Letny, klappt's oder sollen wir kurz anhalten? Nein. Mein Spiel ist... will nicht. Also halten wir kurz an. Bitte, wir machen einfach nochmal komplett starten. Neu. Ja, ich wollte gerade sagen, dann machen wir einfach komplett neu. Oh. Sorry. Das Spiel. Sorry, Letny ist rausgeflogen, wir starten einfach nochmal komplett neu. Oh, alles klar. Jetzt so kurz losgefahren. Macht. Muss nicht sein. Also alle nochmal aufstellen. Sieht auch niemand, dass ich hier im Rückwärtsgang gestartet bin. Sehr gut. Sieht auch keiner, dass ich gleich bei der Ausfahrt die Lambo ein bisschen weiter vor, nicht so weit hinter Lambo. Schon auf dem Asphalt stehen. Snow noch ein Stück. Sogar noch ein Stück weiter vor. No? Fahrt doch bitte nichts kaputt. Jo, passt. Kann man sich nicht einfach herporten? Kann man sich nicht einfach herporten? Wir hatten jetzt die Bäume umgefahren. Sorry, ich bin drüber Lambo, viel weiter vorne, gut. Auf dem Asphalt. Ja, dann können wir uns gleich nochmal alle wegporten, weil. Oder reicht das, wenn ich mich zum Haus porte? Wieso denn? Weil das da Bäume quer auf der Straße liegen. Da liegt ein Baum, René, ein Baum. Das würde ich auch bei einfach lassen, René, bevor die sind. Ist ja egal, ob Bäume liegen. Du stellst dich links hin, dann sieht man das überhaupt nicht. Und schätze dich nach ganz hinten. Ich möchte auch schieben die Lambos das aus dem Weg. Runde auf anführen, dass es jetzt technische Probleme gab, weswegen einer im Rückwärtsgang gestartet ist. Weswegen wir nochmal neu anfangen. Hat nichts mit Forza zu tun und dass Letny rausgeflogen ist. So. Nein, ist einfach ich will dafür. Ich habe das in der Aufnahme drin und das lasse ich. Ich wäre dafür, dass sie wieder anmod Nordi dann. Nee. Wer fährt eigentlich den Lambo, der gerade rechts neben mir gespawnt ist? Neben der Laterne. Welchen von den drei Lambos? Also ich bin der in der Mitte ist, in blau, in hellblau. Ja, rechts neben mir steht einer, der hat weiß. Und der ist bei mir gerade in der Lampe gespawnt und erstmal von der Lampe weggeglitscht worden. Kuhu. Ist ja auch egal eigentlich. Wir haben aktuell nur zwei Audis, Letny fehlt noch und dann, ja. Spiel einladen.
Danke, zwei Einladungen. Was steht eigentlich vorne drauf unter diesem PX, ja? Ghost wahrscheinlich. Wir sind einfach nur irgendwelche Pixel. Pixel Ghost. Ja, ja. Doch. Pixel Ghost. Meinst du bei den Designs? Ja. Ja. Es sind halt die nicht vorhandenen Leute, es sind Geister. Wir sind doch da. René, wo bist du? Ich stehe hier. René, hallo. Hallo? Hallo. René, man hört dich nicht. Willst du mich verarschen? Also ich sehe nur, dass dein Mikrofon ausschlägt, aber da kommt kein Ton. Wenn du sowas an die Leute verkaufen möchtest, Max, dann musst du das ein bisschen besser anstellen. Ja, ich weiß. Ist schon echt schlecht gewesen. Aber also, egal. Ich muss PC neu starten. Ja. Läuft. Ich komme gleich wieder. Eine Minute. Läuft heute, läuft's. Heute. Ja. Super. Dann pausiere ich die Aufnahme nochmal. Stehe ich schon da. So, sieht jeder jeden? Ja. Ja. Dann einmal Aufnahme kurz starten, Aufnahme starten, Aufnahme starten. Mhm. Aufnahme läuft auch schon wieder. Aufnahme starten. Dann, Ares, zieh dich runter. Du gibst Signal, wir geben Signal. Ja. Alles wie vorher. Und damit geht dann auch die Bonusfolge los. Ares sitzt im BMW M4 mit Allradswap, den haben wir ihm erlaubt. Wer sich wundert, warum da Bäume rumliegen, ich habe überhaupt keine technischen Probleme und Rückwärtsgänge und irgendwas. Nein, alles wunderbar gelaufen soweit. Aber. Ich weiß nicht, von welchen Bäumen du sprichst. Ein paar Sekunden sind es noch, bis es losgeht. Präsent, noch irgendwas zu sagen? Festsetzen, sonst gibt es keine Donuts. Ja, aber wie viele Donuts gibt es denn? Es kommt drauf an, wie viele ihr wollt. Ich hab genug Geld. Ich fahr ein Bugatti. Okay, also dann hätte ich gerne ein Jahresflat an Donuts. Oh ja. Jeden Tag 12 Stück. Du kriegst einfach 90% Rabatt. Also du bezahlst kaum noch was, weil du ja relativ viel Gehalt bekommst. Nee, ich fahr ein Golf. Drei. Du und Bugatti, merkst du was? Ja, weil du go. Diesmal Vorwärtsgang, überhaupt nicht, weiß nicht, warum ich das so speziell erwähne. Ja, deine Racer-Karriere ist halt schlecht gelaufen, ne? Was soll man dazu sagen, René? Wenn Scheiße läuft, dann gibt's natürlich auch ein bisschen weniger Mäuse. Muss mich jetzt also erst hocharbeiten, ja? Ja. Autsch! Voll den Passanten mitgenommen. Was ist denn mit dem Golf los? Ganz eventuell Anti-Lag White Body. Da unten werden schon Pickups mitgenommen. Der Kopfverleger geht ja gar nicht. So, hat ihn schon wer? Nee. Leider nicht. Nur die Donuts, ne? Ja. Je eher wir ihn finden, desto eher können wir anfangen, Donuts zu essen. Das ist also, für mich ergibt das alles Sinn. Lorenz, beim ganzen Hin und Her, wo muss ich jetzt, wo war mein Einsatzgebiet? M4. Wo genau, war der M4? Da, wo der M4 halt ist. Steht im Regelwerk. Nein. Das kennst du doch sicher. Warte ich schon. M4 ist mittlere Straße, Staudamm und Ackerstraße. Genau, René. Wieso kriegt denn der Bugatti von hier vorne? Weil der auch in M4 fährt. Weil die auch nur gucken, ob's wer weiß. Ich hab den M4 auf der Autobahn Richtung Osten, der ist ja gerade an mir vorbeigefahren. Geil. Am Blitzer vorbei. Oder Richtung Osten, ja. Aber ich hab Schaden. Ich hab nur 15 Motor. Ich weiß keine 390 mehr, ich fahre nur 350. Fährt ab, fährt so gesagt dann Richtung Süden. Oh, jetzt fährt sich das Ding halt.
Ich komme auf der Staubeckenstraße entgegen. Ja, fährt zu der Staubecken Ding, keine Ahnung. Das Ding da runter. Ja, definitiv. Ja, ich bin dran. Oh, ja, wir verbremsen uns beide. Er fährt nicht. Entscheidet er sich? Okay, er fährt doch mal. Er fährt wieder Richtung Autobahn hoch. Da Audi so, ne? Also ja. Fährt wieder Richtung Norden und dann höchstwahrscheinlich Autobahn Richtung Westen. Ich bin gerade am Autobahnkreisel, Startpunkt Westen, Autobahn, da komme ich dann uns entgegen. Stimmt, als ja. Evo, da habe ich mich ja jederzeit überall, also VW Evo. Jederzeit ohne Motorschaden? Ja, jederzeit ist es doch. Okay. Ich kann nach meinem Motorschaden. Ja, gucken. Wir sind auf unserer richtigen Seite, ganz rechts auf diesem Standstreifen. Ich bin direkt an seinem Hinterteil. Also wenn Shepard, dann richtig. Außer er weicht aus. Er fährt jetzt Schlangenlinien. Wir haben eben noch von Schlangenlinien gesprochen. Oh, da kommt was entgegen. Ja, wir sind jetzt am östlichen Autobahnkreuz. Ah, minimal zu langsam. In welche Richtung fahrt ihr? Immer noch Richtung Westen. Ich hab das überlebt. Und dann sagt ihr am östlichen Kreuz? Ja, okay. Am westlichen. Am Auto ist diese Autobahnkreuz, das gibt ja nur. Ja. Jetzt nee, gleich auf der großen Brücke. Weiter Richtung Kreise? Ja, wir sind jetzt über die, oder fahren über die große Brücke. Er hat aber deutlich mehr Beschleunigung. Als ich. So, fahren jetzt Richtung Flugplatz, Serpentinenstraße vorbei. Ist am Baum, aber sowas von. Und noch einen kleinen Frontal von mir. So. Und nimmt noch einen NPC mit, fahren in den kleinen Dirtweg, kommen auf der mittleren Straße dann raus. Oh, das war schlecht. Aber das war gut. Oh, der fliegt da fast runter. Naja, fliegt nicht runter. So, also jetzt gleich auf der mittleren. Boah, der ist mal ganz schön schnell, dafür, dass der schon so viel Schaden gefressen hat. Ich hätte gern Mulege zu, wenn es geht. Wenn es geht, Mulege. Alter, wir haben einen Frontal-Hit. Aber ich würde gern nochmal die Brücke versuchen. Ah, das war doof. Selbst wenn du geschoben hättest allein, es hätte nichts gebracht. Wieso schmeiß ich ihn hier runter? Hat sie überlebt, sind jetzt unter der Brücke, fahren Richtung Staudamm, sind da jetzt an der Rundstrecke vorbei, an den Häusern. Alle Golfs fliegen runter! War das überhaupt sind erlaubt? Wir sind jetzt an der Kreuzung, wir fahren um die Kirche herum. Danke, Lambo. Startpunkt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das erlaubt war, was ich gemacht habe. Zweiter Knick. Bremst. Autos können nicht fliegen. Fährt weiter. Er repariert sich. Ja. Auch nur 55 rausziehen. Kann manchmal schief gehen. Wer ist erlaubt, die Brücke runterzuspringen? Nee, ne? Brücken runterspringen? Doch, zum Angriff schon. Zum Hinterherkommen? Das. Wenn er runtergefallen ist, dann ja. Offroad-Regelsatzung würde ich sagen. Durch die Offroad-Regel, ne? Würde ich schon sagen. Deswegen habe ich es eben getan, ich mir da gedacht, fährt jetzt wieder raus. Sorry. Audi. Jetzt links. Der Golf, was oh Mann. Zu leicht, ich kann nicht schieben. Oh. Ja, er im Haus. Ich gebe euch die perfekte Vorlage. Lasst ihn jetzt raus. Lambo, lass ihn raus. Golf, lass mich da mal rausfahren. Danke. Er wird voll gegen das Auto. Wo kommt der jetzt raus? Achso, da. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Doch, einmal noch Mulige reingefahren. Ist natürlich so ein bisschen Todeswunsch auch. Alle jetzt auch lernen müssen, trotz Reparatur ist er dann nicht mehr weit gekommen. Und entsprechend war es das für die heutige Folge. Ein bisschen kürzer. Trotz Extra und Bonus und
dies und jenes. Für euch ein bisschen kürzer, für uns ein bisschen länger, durch technische Probleme, die ich ja vorher schon so leicht angeteasert habe, auch wenn ich gesagt habe, es gab keine. Doch, natürlich gab es welche. Wir kennen Forza, wir lieben Forza und deswegen lasst doch gerne, wenn ihr Forza auch liebt, lasst doch gerne ein Like, ein Abo da. Schaut in die Beschreibung ein, da sind die anderen Sichten dann auch verlinkt. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.